So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Und ja, heute starten wir ganz schnell mit dem letzten Gehege des Asienbereiches. Und zwar, wo sind sie denn hier, die Panzernashörner? Da haben wir sie, die brauchen einen Grad 2 Zaun und so. Alles ganz gemütlich, die kommen jetzt, ja. Also erstmal, unsere Dings sind hier unten. Unsere Besucherzahlen sind jetzt auf 3,4 ungefähr, also 3.400. Hatten wir in der letzten Folge gemacht gehabt, dass die, ja, runtergenommen werden. Ich habe das erstmal ein bisschen laufen lassen, da dieser minus 32.000 Monat, oder Jahr ist das ja, das war das, wo ich runtergesetzt habe. Aber danach, die Jahre haben sich wieder stabilisiert. Aber wie gesagt, heute werden wir hier die Panzernashörner machen. Und da das eben so schnell ging, würde ich mal sagen, gehen wir hier nochmal kurz rein und zeigen es euch. Zählen zu den gefährdeten Arten und so weiter und so fort. Leben nur in ein paar kleinen Ecken und so weiter und so fort. Ein bis zwei Tiere nur drin wieder, ein Männchen, ein Weibchen. So wie man das von den meisten Tieren kennt. Und ihr seht schon, es leckt immer noch ein bisschen. Aber es leckt deutlich weniger, während ich Play habe, als bevor ich die Zuschauer rausgeklatscht habe. Und ja, ich werde auch noch mal ein paar Tiere rausschmeißen, also zum Beispiel Flamingos oder so, habe ich mal wieder 50%, 60% rausgeschmissen von denen, die wir hatten. Also ja, sagen wir mal so, ich versuche momentan alle Sachen, die man vermeiden kann an Lecks und so zu eliminieren, aber es funktioniert ja leider nicht so genau. Das ist das Problem mit Planet Zoo, ich kann ziemlich schlecht halt Lecks minimieren, außer ich gehe im Pause-Menü, weil ja... Das Problem ist, das Pathfinding ist einfach überall. Und Pathfinding ist das, glaube ich, was den höchsten Lag macht oder so, generell. Ah ja, ich probiere nochmal vielleicht ein paar Optionen aus, die ich bisher noch nicht überlegt hatte. Vielleicht, wenn mir noch welche einfallen. Falls euch noch welche einfallen, meldet euch gerne auf meinem Discord und schreibt sie mir da rein. Ich habe meinen Discord aufgesetzt. Kann ich jetzt hier mit dieser perfekten Überleitung ja mal ankündigen. Habt ihr im letzten Video oder generell auch in ein paar anderen Videos schon gehört, garantiert. Aber ja, sagen wir es mal so, ich habe einen Discord aufgesetzt, könnt ihr gerne draufkommen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, erster Link. Und ja, generell ist einfach nur da, zum bisschen mit der Community chatten und sowas. Vielleicht, um ein bisschen Feedback und sowas zu bekommen. Ihr wisst, was ich meine, so an sich. Halt ein bisschen, dass ich da ein bisschen engeren Draht zu euch kriegen kann. Und ja... Generell, da werden auch Abstimmungen und sowas für zum Beispiel neue Projekte und sowas gemacht. Wenn es dann halt ja irgendwo kritisch wird oder so, weil YouTube hat ja die Abstimmung aus den Videos rausgenommen. Und da ich entweder noch keinen Zugriff oder keine Ahnung habe, wo das ist, zu diesen Community-Post-Dingern, also zumindest wüsste ich nicht, wo die sind, falls das irgendwer von euch weiß, könnt ihr mich ja gerne aufklären. Aber wie gesagt, also ich habe die bisher noch nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass die bei mir noch disabled sind, weil ich zu klein bin. Stört mich auch nicht, dafür habe ich jetzt den Discord. Da sind die aufgesetzt, also da gibt es einen Kanal, der einfach nur dafür da ist, dass du Abstimmung machst sozusagen. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, haben wir hier jetzt schon das Gehege fast fertig. Und wir sehen uns dann jetzt gleich wieder, wenn wir hier dieses Gehege, ja, besiedeln mit den Nashörnern. Also, bis gleich. So, da kommt jetzt das erste... Nashorn rein, oder auch nicht, weil das Game noch passiert ist. Na, jetzt kommt's genau. So, fragt mich auch nicht, was das für eine Technik ist, dass sie diese Box so klein und groß machen können. Das wüsste ich auch gerne mal. Ich meine, guckt euch jetzt diese Box an. Und das Tier, was da rauskam. Aus dieser Mini-Box, die davor war, ja. So, auf jeden Fall, ihr seht schon, wir haben jetzt hier unser Nashorn. Nisha heißt sie. Und ja, sie brauchten Wasser, die Nashörner. Hätte man vorher ja sich denken können, aber ja, oder nachgucken können einfach. Aber ja, gut, habe ich mir gedacht, da ich sowieso angekündigt hatte, dass wir einen kleinen Fluss hier durchbauen lassen. Einfach weil, ganz ehrlich, das kann ich für jeden empfehlen, der ein Zoo baut, wo man Geld sparen muss. Baut so viele zusammenhängende Gewässer wie möglich. Einfach weil, je mehr Wasser ihr zusammenhängen habt, ihr müsst nur einen Fitzel an einer Kläranlage haben und fertig, alles passt. Also das funktioniert wie so ein, einfach wie ein Rohr sozusagen, was hin und zurück geht. Weil wenn ihr Wasser über euren gesamten Zoo verteilt habt, überall eine Kläranlage nutzt, die macht das.
Die hat kein Limit, wie viel Liter Wasser die klären kann, sondern nur einen Limit, in welchem Radius sie Wasser klären kann. Heißt also, ihr wollt einen großen Bereich mit vielen kleinen Seen machen und bräuchtet dafür zigtausend Wasserkläranlagen. Geht einfach hin und verbindet die alle mit so einem kleinen Bach, der da noch lang fließt. Ganz wichtig, muss halt mit der Wassermechanik sein. Und stellt ans Ende irgendwo, wo es niemanden stört, so eine Wasserkläranlage. Und in dem Moment seid ihr gerettet, fertig. Nie wieder überteuertes Wasser klären, so nach dem Motto. Nee, nur das ist so eine Sache. Ihr seht schon hier, ich habe jetzt hier einen ziemlich großen Bereich, in dem dann das Wasser sein wird später. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit, weil ich werde jetzt hier unten, also am unteren Rand des Bildschirms, jetzt nicht mehr am unteren Rand, aber da werde ich genau eine Wasserkläranlage stehen haben, eine. Und das war's, fertig. Die wird dann für diesen gesamten Bereich, den ich da gerade gemacht habe, das Wasser klären. So, hier mache ich nochmal kurz, dass der so einen kleinen Bogen schlägt, der Fluss. Einmal finde ich, sieht interessant aus, wenn der ab und zu mal so einen Bogen macht. Weil machen Flüsse ja in echt auch ab und zu mal, also dachte ich, könnte man das hier auch mal machen. Ah ja, ihr seht schon, jetzt komme ich hier mit dem Wasser an. Und dann seht ihr mal die Ausmaße davon ein bisschen besser. Ganz wichtig, wenn er Wasser platziert, eigentlich automalen ist immer das Beste. Weil ihr seht schon, dann macht er automatisch ein bisschen Erde da rein. Oder ein bisschen Fels. Und für dieses gesamte Wasserbecken da, was ich da gebaut habe jetzt, da kann ich jetzt hier übers Wasser die Barriere zumachen und fertig. Jetzt brauche ich genau eine Kläranlage für dieses gesamte Wasserbecken. Das ist halt einfach nicht mehr normal, wie viel Geld man dadurch spart. Stellt euch mal vor, ihr hättet da alle Gehege ein neues Wasserbecken gebaut und jedes Mal bräuchtet dann garantiert für diesen Bereich 10 Wasserkläranlagen oder so. Ah ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn hier halbwegs Natur drin ist und sowas. So, jetzt haben wir hier ein bisschen im Zoo rumgespielt und ein paar andere Sachen noch gemanagt. Aber jetzt würde ich mal sagen, kommen wir mal zurück zum Gehege. Und ihr seht schon, es ist vollständig eingerichtet. Und, ups, was haben wir hier mit dieser Wand? Das passt nicht. Das müssen wir mal ganz kurz changen. Weil ihr seht schon, das ist ein Einwegspiegel, der falsch rum eingerichtet ist. Jetzt passt das Ganze wieder. Also würde ich jetzt mal sagen, machen wir unsere Rundtour zum Schluss. Und komm, na, jetzt einmal kurz pausiert, damit es ein bisschen lagfreier ist. Oder auch nicht. Ja gut. Aber auf jeden Fall, ihr seht schon, hier ist ein bisschen, bisschen Bepflanzung und so. Mehr Bepflanzung wollen sie tatsächlich nicht. Und an sich, dafür, dass es eher ein langgezogenes Gehege, aber schmales dafür ist, sieht das doch ganz gut aus, finde ich. Und ja, sie haben hier ihre Spielmöglichkeiten und sowas, einen Haufen Büsche und so, in denen die sich auch gerne verstecken. Ja, das Junge von Wölfen ist ausgebrochen, aber ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.